Deutschland ist ein Vasall der USA. So ähnlich lautet die Kritik gegen die Bundesregierung, wenn es um politische Entscheidungen geht, die sich von der allgemeinen Wunschrichtung der Bevölkerung unterscheiden. Ob in der Frage der Stationierung von US-Atombomben auf dem deutschen Boden, die Beteiligung an militärischen Interventionen oder Sanktionen gegen Russland. Die Kritik, vor allem im Internet, lautet: Deutschland agiere gegen eigene Interessen und der Grund dafür sei, dass Deutschland zu all diesen Entscheidungen ja fast schon gezwungen wird. Auf der anderen Seite ist die Bundesrepublik der Überschussweltmeister. Ein Land mit der stärksten und größten Wirtschaft der EU, dessen Staatsanleihe sich einen Minuszins leisten kann. Deutschland ist ein Land, das auf der europäischen Ebene den Ton angibt. Der Unterdrückte und ein Profiteur gleichzeitig. Geht das? Wie viel Entscheidungskraft besitzt Deutschland wirklich? Darüber spreche ich heute mit dem ehemaligen Mitarbeiter des NATO-Wirtschaftsdirektorats, Rainer Rupp. Guten Tag, Herr Rupp. Vielen Dank, dass Sie heute gekommen sind. Das Internet ist nicht die einzige Plattform, wo Souveränität Deutschlands angezweifelt wird. Auch Präsident der Russischen Föderation, Wladimir Putin, hat in 2017 auf St. Petersburger Wirtschaftsforum angemerkt und hat gesagt, dass es Deutschland an Souveränität mangele. Er hat auch mehrere Verträge erwähnt und hat gesagt, dass in manchen, wie zum Beispiel die NATO-Verträge, ist das sogar fest verankert. Und es gibt darüber hinaus natürlich auch noch inoffizielle Verträge. Hierzu meine Frage: Wie kann man sich diesen Druck seitens NATO, dass es auf Deutschland ausüben kann, vorstellen? Wie geht das? Ich stimme dieser Analyse nur teilweise zu. Natürlich ist kein Land, kein einziger Staat in der Welt vollkommen unabhängig. Ich würde sagen, das gilt selbst nicht für die Vereinigten Staaten. Aber hier sprechen wir nicht von der Theorie, sondern von der Praxis kleinerer Mittelmächte oder von Kleinstaaten. In Deutschland ist es so, dass wir zum Beispiel viele Souveränitätsrechte bereits abgegeben haben an die Europäische Union. Zum Beispiel alles, was den Handel betrifft, haben wir abgegeben an die Europäische Union. Hier kann unser Parlament gar nicht mehr mitsprechen und der Bürger durch Wahlen auch nicht mehr. Das ist entrückt. Hier haben bestimmte Kräfte in den einzelnen Ländern dafür gewirkt, dass außerhalb des Wollens des eigentlichen Souveräns, nämlich des Volkes, fest zu verankern in dem Rahmenwerk der Europäischen Union. Da kommt der normale Bürger nicht mehr ran. Auch durch Wahlen nicht mehr. Das ist fest. Also von daher ist schon mal eine starke Einschränkung, eine freiwillige Einschränkung von der Regierung durchgesetzt. Das Volk wurde nicht befragt, von den herrschenden Klasse durchgesetzt und damit eine Beschränkung der Souveränität durchgesetzt. Natürlich zum Profit. Nicht der Bevölkerung, sondern von denen, die da oben sitzen. Dann gibt es kann sich aber Deutschland jetzt angepasst an eigene Innenpolitik oder an eigene Situation im Inneren des Landes dagegen auch, ich sage jetzt mal, wehren oder sagen, hier diese bestimmte Mechanismen lehnen wir ab, das passt uns gerade nicht. Das, was den Außenhandel betrifft, nicht. Es sei denn, wir wollen aussteigen aus der EU. Das ist fest. Ähnliche Situationen, nicht ganz so, gibt es zum Beispiel bei dem Euro. Auch hier schaltet und waltet die Europäische Zentralbank und in diesen Entscheidungsgremien haben wir nicht einmal einen Direktor drin. Also in den eigentlichen Entscheidungsgremien. Natürlich hat die deutsche Politik da noch durch Kraft der wirtschaftlichen Stärke der Bundesrepublik hat die deutsche Politik auch noch Einfluss auf Entscheidungen der Europäischen Zentralbank. Aber viel von der Gesetzeslage kann Deutschland sich da nicht querstellen. Das heißt, man kann durch eben politische EU-Mechanismen Deutschland durchaus dazu zwingen, eine Politik zu machen, die Deutschland nicht zugunsten kommt.
Ja, das Ganze ist natürlich aufgebaut auf einer neoliberalen Struktur. Ja, und das ist ja auch gewollt. Diese Struktur sollte festgeschrieben werden und der Neoliberalismus ist daher fest, als fester Bestandteil der Europäischen Union, so wie sie sich jetzt darstellt. Mhm. Und das ist mit Absicht geschehen. Hier sind Flöcke eingeschlagen worden, die in Beton und Eisen festsitzen und die kriegt man so schnell nicht mehr weg. Sie brauchen sich nur daran zu erinnern, wie das in Griechenland war, als zum Beispiel der damalige Finanzminister Schäuble gesagt hat, die griechischen Wahlen können ausgehen, wie sie wollen, an den Tatbeständen wird das gar nichts ändern. Ja, also die müssen machen, was die EU sagt. Wem nützen aber solche Gesetze? Warum kann man sie nicht, demokratischer gestalten? Ja, wenn man die Gesetze demokratischer gestalten würde, das ist ja eigentlich einer der Hauptkritikpunkte überhaupt an der Europäischen Union, weil die Entscheidungen, die in der Europäischen Union getroffen werden, auf die hat die Bevölkerung keinen Einfluss, auch nicht über Wahlen. Sondern das geht immer nur über die jeweiligen Regierungen sehr indirekt. Und selbst die jeweiligen Regierungen haben Teile ihrer eigenen Befugnisse, wie zum Beispiel bei den Handelsgesetzen, alles nach Brüssel abgeschoben. Und in dieser Brüsseler Kommission, die kann im Grunde genommen schalten und walten. Und die Mitgliedsländer müssen folgen. Denn sie haben in Bezug auf Handel und Handelsabkommen, die werden von der Europäischen Union geschlossen, nicht von Deutschland. Das deutsche Parlament hat da gar nichts zu sagen mehr. Dennoch geht es dem deutschen Handel eigentlich auch ziemlich gut. Deutschland ist Exportweltmeister, es hat Überschüsse. Das eine hat allerdings mit dem anderen nichts zu tun. Die Handelsabkommen werden natürlich auch mit Blick auf die Interessen der deutschen Konzerne und Exporteure etc. abgeschlossen. Da haben die Deutschen schon was da drin zu sagen. Aber wenn sich zum Beispiel eine Situation durch Wahlen in Deutschland ändern würde, wenn man zum Beispiel, was ja im Grunde genommen auch jetzt schon immer deutlicher wird, unter anderem durch Wagenknechts und Lafontaines Aufruf aufstehen, die Unruhe und Unzufriedenheit auch im Reich in Deutschland nimmt ja zu, wenn sich in dieser Situation eine andere parteipolitische Konstellation ergeben würde, könnte trotzdem nichts daran geändert werden. Kann Deutschland aber an den Kriegen, zum Beispiel Beteiligung an den militärischen Interventionen, selber steuern? Das ist eine andere Sache. Hier hat man sich ja noch nicht auf ein solches enges Korsett eingelassen. Ja, was zum Beispiel diese Handelsbeziehungen und Handelsgesetzgebungen betreffen, da hat man, die hat man nach Brüssel abgegeben. Was Krieg und Frieden betrifft, da hat man sich auch noch auf nationaler Ebene die Entscheidung vorbehalten. Wobei auch das eingeschränkt ist, zum Beispiel eben durch die Beistandsverpflichtung, die Klausel der Beistandsverpflichtung in Artikel 5 in der NATO-Charta. Können Sie diesen näher erläutern? Ja, das ist ganz einfach. Einer für alle und alle für einen. Im Grunde genommen, wenn ein Mitglied der NATO angegriffen wird, dann sind alle anderen verpflichtet, das Mitglied zu verteidigen. Allerdings geht es um Angriff. Ich wollte gerade sagen, hat Syrien ein NATO-Land angegriffen? Nein, also es geht eben um Angriff. Und es geht auch um eine territoriale Begrenzung. Der Wendekreis des Krebses ist eine der territorialen Begrenzungen. Also hier, das geht nicht rund um die Welt, wo ein NATO-Mitglied angegriffen wird, meinetwegen im Pazifik oder im Südatlantik, wäre dieser Beistandsfall eben nicht eingetreten. Allerdings hat es seit 1990 in der NATO sehr starke Bestrebungen gegeben, das aufzuheben. Der Hintergrund für diese territoriale Begrenzung war natürlich, hat mit der Gründungszeit der NATO zu tun. In der Zeit müssen wir doch überlegen, waren ja unsere
Unsere westliche Wertegesellschaft bestand hauptsächlich noch aus Kolonialmächten, ja, die überall rund um die Welt auch noch Kriege geführt haben gegen die Befreiungsbewegungen. Und da gab es natürlich ständig Kriege. Ja. Und da wollten sich einige andere nicht in die Kriege von anderen Kolonialmächten verwickeln lassen. Deshalb war es hier eine rein geografische Begrenzung. Im Grunde genommen richtete sich die NATO ganz klar gegen die Sowjetunion und den Warschauer Vertrag. Aber wenn man sich jetzt die Entscheidungskraft Deutschland angucken würde, wie viel Entscheidungskraft besitzt tatsächlich Deutschland? Denn wir sehen ja, unterschiedliche Richtungen sind möglich und Abweichungen von dem US-Kurs sind ebenfalls möglich. Beispiel Gerhard ja. Schröder in 2003, der kein Teil dran genommen hat an der Irak-Invasion. Und es gibt zum Beispiel, heute sehen wir ja in den Medien, wird gegen Donald Trump mächtig gewittert. Und das wäre wohl nicht der Fall, wenn Deutschland wirklich jetzt Angst hätte vor dem mächtigsten Mann der Welt. Ja. Offensichtlich ist das nicht der Fall. Es sind ja nicht nur die Medien, Sie haben da vollkommen recht, die da mächtig gegen Washington schießen. Unter anderem hat ja auch unsere Kanzlerin. Ganz genau, auf politischer Ebene genauso. Kritik Richtung US-Präsident. Ja, und teilweise recht undiplomatisch. Ja. Ganz genau. Und also von daher ist das durchaus möglich und Sie haben da vollkommen recht. Und deshalb ist zum Beispiel eine Geschichte, die nach wie vor darum geistert über die sogenannte Deutschlandakte oder dass Deutschland nur begrenzte Souveränität hätte. Weil erpressbar. Ja, das ist jetzt eine andere Geschichte. Erpressbar ist es, ist Deutschland schon, aber begrenzte Souveränität, weil hier alte geheime Verträge noch existieren, die jeder deutsche Kanzler unterschreiben musste und die zum Beispiel Egon Bahr noch 2009 in einer Artikelserie in Die Zeit, Egon Bahr kennt ja sicher noch jeder, hat er in einer Artikelserie in der Zeit geschrieben, von dieser sogenannten Deutschlandakte berichtet. Und dass Brandt kräftig dagegen gewettert hat, er hat ja sehr eng mit Brandt zusammengearbeitet, er war ja praktisch seine rechte Hand und Brandt wollte diese Akte nicht unterschreiben. Er sagte, wir sind ein souveränes Land und dann hat man ihm offensichtlich wie man bei der Inquisition sagt, bevor man mit der Folter anfing, zeigte man dem Opfer die Werkzeuge. Ja, offensichtlich hat man dann Brandt die Werkzeuge gezeigt und Brandt hat dann diese Akte unterschrieben, nämlich die begrenzte Souveränität Deutschlands gegenüber den Siegermächten. Dass es diese Situation gab und... Was versteht man aber an dieser Stelle unter begrenzte Souveränität? Dass Deutschland halt eben nicht machen konnte, was es wollte, auch politisch, auf politischer Ebene. Sondern wer entscheidet das? Weil die Siegermächte immer noch ihren Siegerstatus sich hatten verbriefen lassen und dieser verbriefte Siegerstatus musste halt eben von Kanzler zu Kanzler laut Brandt unterschrieben werden. Aber Brandt war nicht der Einzige, der davon berichtete, sondern auch, ich glaube, der ehemalige Chef des der langjährige Chef des militärischen Abschirmdienstes, Generalmajor Komosa, hat in seinem Buch davon berichtet, etc. Offiziell Regierungsstellen haben immer gesagt, nein, das ist Quatsch, aber so ganz Quatsch kann das nicht sein. Nur, dass das heute immer noch gilt, auch nach der Wiedervereinigung immer noch gilt, wo zum Beispiel die sowjetische Besatzungsmacht längst verschwunden ist, das kann ich mir nicht vorstellen. Und auch mit der Zeit ist das ja auch während der schon in den 80er Jahren, ich habe ja gesehen, wie die Verhältnisse in der NATO und speziell zwischen den USA und Deutschland in der NATO waren. Wenn die Amerikaner sich durchsetzen wollten, und das habe ich oft genug, also auch im
NATO-Rat erlebt, das wurde, kam auch auf höchster Ebene, dann ging es folgendermaßen. Unter anderem war das zum Beispiel bei der, auch wieder so eine Pipeline-Geschichte, in den Anfang der 80er Jahre. Da wollte, das war die erste große Pipeline, die mit Geldern, der, mit Krediten der Deutschen Bank von der Sowjetunion, also von Sibirien nach Deutschland gelegt werden sollte. Und die Amerikaner waren damals in Aufruhr und wollten alles tun, um das zu vermeiden, also zu verhindern. Und dann gab es heftige Auseinandersetzungen. Und damals haben die Amerikaner zu dem letzten Mittel gegriffen, das sie dann also hatten. Also sie sind heute, im Neusprech heißt das, sie sind nuklear gegangen. Sie haben dann gesagt, also wenn sie das machen, dann kann ich, das sagte der US-Regierungsvertreter gegenüber den Deutschen, wenn sie das machen, dann kann ich nicht garantieren, dass der amerikanische Kongress die Sicherheitsgarantie für Berlin erneuert. Ja. Das hört sich erstmal schlimm an. Was konkret würde da passieren? Ja, in dem Moment, wenn der Amerikaner, das war ohnehin, in den Vereinigten Staaten konnte damit, also die Administration, die Regierung, die ganze Sache sagen, wir würden das ja gerne, aber uns sind die Hände gebunden, da ist der Kongress und der ist unberechenbar. Ja? Und der Kongress, wenn der die Sicherheitsgarantie nicht mehr unterschreibt für Berlin, das war im alljährlichen Verteidigungsgesetz, also Budget, das ist ja Gesetzesform, dann gibt es immer Anhänge und dann gibt es immer auch eben Gelder für die Sicherheit für Berlin zu garantieren. Und wenn die gestrichen wären, dann hätten die amerikanischen Soldaten aus Berlin abziehen müssen. Ja, und das wäre eine Katastrophe für die bundesdeutsche Bourgeoisie gewesen. Das hätte die ganze Politik auf den Kopf gestellt. Also das war für sie die ultimative Erpressungsmethode, hat aber damals trotzdem nicht geklappt, weil die Bundesrepublik diese Pipeline haben wollte. Aber es kam eben zu recht heftigen Auseinandersetzungen. Also ich wollte damit nur sagen, es geht, ja. Aber nicht ohne Konsequenzen. Aber nicht ganz ohne Konsequenzen. Wenn Bundesrepublik Deutschland sich jetzt gegen die Stationierung oder Modernisierung der US-Atombomben in Deutschland wehrt, wäre das möglich? Also oder ist das auch an Verträge gebunden? Mangelt es dort ebenfalls an der Souveränität? Soweit ich weiß, gibt es keine Verträge, die Deutschland dazu verpflichtet, amerikanische Atombomben auf seinem Territorium zu stationieren. Es gehört allerdings, natürlich kann man das, je nachdem, wenn man zwei Anwälte hat, dann hat man meistens drei Meinungen, aber es gibt immer eine andere Möglichkeit der Interpretation der Vertragstexte. Aber die Bundesregierung kann darauf bestehen, und das wurde ja in dem Wahlkampf für die vorletzte Legislaturperiode speziell auch von der SPD versprochen, dass sie darauf bestehen würde, die Stationierung der Atomwaffen in Büchel, das ist ja der Stationierungsort für die Amerika in der Eifel, ganz nah meiner Heimat, das zu überprüfen, damit das gekündigt würde. Also offensichtlich, es geht. Ich bin da, die Gesetzeskäste und Vertragstexte kenne ich auch nicht, aber es muss offensichtlich gehen, sonst würde man so gar nicht erst so einen Vorschlag machen. Aber von der SPD hat man seither nichts mehr gehört. Sie war ja dann in der großen Koalition und dann ist die Sache wieder gestorben. Und die amerikanischen Atomwaffen loszuwerden, die ja ohnehin zum Teil deutsche Atomwaffen sind, ja, weil sie auch von deutschen Atomwaffenträgern, also Flugzeugen, ins Ziel gebracht werden. Dadurch verspricht sich ja auch die Bundesregierung ein gewisses Mitspracherecht. Ja, und sie ist also so ein indirekter Teilhaber an diesen amerikanischen Atomwaffen. Und
wenn man nun wiederum sieht, dass aufgrund der Entwicklung der transatlantischen Beziehungen, Deutschland, also speziell Deutschland mit Trump, wo man der amerikanischen Garantie, speziell Nukleargarantie, nicht mehr traut, werden ja hier bei uns in Deutschland wieder Rufe nach einer eigenständigen deutschen Atommacht laut. Ich erinnere da an den langen Artikel in der Welt. Das war ein Versuchsballon und der wurde nicht sofort abgeschossen von unseren Politikern. Ja. Frau Merkel hatte im Jahr 2009, da würde ich kurz vorlesen, also das hat sie in einer Rede bei den Berliner Gesprächen der CDU zum Thema nachhaltiges Wachstum gesagt. Und zwar, dass Staaten von einigen Finanzakteuren abhängig gemacht werden. Das hatte sie so im Bundestag auch gesagt. Dabei betonte sie auch, dass die Politik müsse aus diesem Erpressungspotenzial, das sind ihre Worte, nicht meine, einzelne Akteure herauskommen. Jetzt ist das natürlich die Frage, was sind das für Akteure? Wen hat sie damit gemeint? Und wie weit ist sie gesetztem Ziel, wie weit ist sie da vorangekommen bis heute, bis 2018? Ja, diese Worte, die Sie eben zitiert haben, das sind in der Tat, hat Frau Merkel das gesagt. Und das ist, und zwar vor dem Hintergrund, das war 2009, ja, das war vor dem Hintergrund der sich verschärfenden Bankenkrise. Und es ging darum, möglichst schnell Gelder für die Bankenrettungen fertig zu machen, etc. Und hier hatte sie sich dagegen gewehrt und hat gesagt, nein, wir lassen uns nicht erpressen von den großen Banken, Dinge zu tun, die wir nicht wollen. Entweder war das eine Show und sie hat das gar nicht ernst gemeint, was sie sagte, was ich eher glaube, um die Leute zu beruhigen und zu sagen, wir stehen hier als Politiker und verteidigen eure Interessen und wir lassen uns von den Banken nichts diktieren. Die Alternative wäre natürlich gewesen, dass sie gar nicht gewusst hat, also dass sie so dumm war und noch nicht mitbekommen hat, wer die Macht im Lande hat und wer tatsächlich, also ich meine die politische Macht im Lande hat und wer hinter der Regierung steht. Das ist natürlich der stärkste Wirtschaftsfaktor in der Bundesrepublik und das sind die großen Banken, die Finanzindustrie. Also das sind die einzelnen Akteure, die Sie vorhin gemeint haben. Das sind die Akteure, die sie da angesprochen hat. Wie gelingt es Ihnen aber, die ganzen Staaten von sich abhängig zu machen? Oder noch viel wichtiger die Frage, wie gelingt es einem Staat, aus dieser Abhängigkeit wieder herauszukommen? Ist das überhaupt möglich? Es ist schwierig. Denn gerade in der Finanzindustrie gibt es so viel vielfältige Verflechtungen. Und viele Verträge auf vielen verschiedenen Ebenen. Viele Verträge und dann haben sich natürlich im Laufe der Jahrzehnte bestimmte Finanzzentren herausgebildet. Früher war das London und in den letzten Jahrzehnten hat New York, die Vereinigten Staaten, haben London da längst den Rang abgelaufen. Sie meinen damit die Wall Street? Wall Street. Ich spreche nicht nur von den Banken, ja, Wall Street sind ja auch nicht nur Banken. Es geht also um große Finanzorganisationen, sogenannte Finanzdienstleister, Insurance, also Versicherungen und Hedgefonds, so Heuschrecken, wie man sie auch nennt im Neudeutsch und so weiter. Also diese ganze Geschichte, die halt eben zwar immer weniger dazu beitragen, die eigentliche Produktion zu finanzieren, sondern immer mehr heiße Luft produzieren. Aber diese heiße Luft, steckt immer sehr, sehr viel Geld drin, weil sie diese heiße Luft verkaufen an alle Welt. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Wir wollen diese Abhängigkeiten. Also wenn zum Beispiel nehmen wir mal zum Beispiel einen kleinen Embargo-Fall.
wenn, von dem ich persönlich weiß, der letzte Hurrikan, der Miami, aber auch Kuba teilweise zerstört hat oder zumindest großen Schaden angerichtet hat. Und da hat es eine Sammlung in Deutschland gegeben, im Ruhrgebiet von einer Kuba-Unterstützungsorganisation. Und die wollten, es ging um einen kleinen Betrag, 6.000, 7.000 Euro an eine Organisation zum Wiederaufbau in Kuba überweisen. Die versuchten das über ihre Bank und die Bank, das war die Sparkasse und die Sparkasse wollte das auch überweisen. Dann kam dann trotzdem nachher eine Meldung zurück, nein, können wir nicht, denn es herrscht ja ein Boykott, der amerikanische Boykott. Von wem kam diese Meldung, von welcher Zwischeninstanz? Von der Sparkasse, weil nämlich die amerikanische Korrespondenzbank, das ist nämlich, es geht keine direkte Überweisung von hier nach Kuba, ist nicht, können sie gar nicht machen. Das geht alles über die USA. Ja? Also die Meldung kam von Zwischeninstanz, von den USA. Die USA haben gesagt, machen wir nicht. Und es gibt zwar, die Europäische Union hat zwar ein Gesetz erlassen, also eine Direktive erlassen, in der ausländische Boykotts, im Moment ist das wieder aktuell, ja, in Bezug auf Iran, verboten sind. Also die Banken müssen, und die Sparkasse in diesem Fall wollte ja auch überweisen, aber da es über Amerika geht, konnten sie nicht. So, wie kann man das weiterhin, es sei denn, man bringt es persönlich hin, ja? Das geht anders nicht. So gab es, also das eben nur so als Beispiel. Oder wer das trotzdem dann macht, trotzdem diese amerikanische Hürde umschifft, wie zum Beispiel die BNP Paribas, das ist eine der größten französischen Banken, die hatte ein Projekt und finanziert, beziehungsweise einer Firma einen Kredit gegeben, die dann ein Geschäft mit dem Iran gemacht hat. In einem anderen Fall ein Geschäft mit Kuba gemacht hat. Wobei die USA nicht einmal betroffen waren. Das ging nicht über die USA, weil es keine Überweisung war, sondern es war eine Überweisung, ein Kredit an eine französische Firma und oder ein Kredit an eine andere Firma, die ein Geschäft mit Kuba machte. Trotzdem wurde die von den Vereinigten Staaten mit einer sehr hohen Strafe belegt. 10 Milliarden Dollar. 10 Milliarden, das ist viel. Also das ist sehr viel Geld. Und die französische Regierung setzte sich ein und wollte die amerikanische Regierung umstimmen. Also das war auf ganz hoher Ebene dann angesiedelt. Mhm. Und die Amerikaner haben sich dann runterhandeln lassen auf 9 Milliarden Dollar. Und warum hat die BNP Paribas dann diese 9 Milliarden Dollar auch ans amerikanische Finanzamt bezahlt? Die haben es bezahlt. Warum haben die das bezahlt? Die hätten ja sagen können, geht uns nichts an. Sonst wären sie bankrott gegangen. Sie hätten in den Amerika und über Amerika keine Geschäfte mehr machen können. Ja? Ist das die gleichen Mechanismen, die man Deutschland gegenüber anwenden kann? Genau. So, also wenn wir mit anderen Worten zusammengefasst, der größte und wichtigste Wirtschaftsfaktor in Deutschland sind leider nicht die herstellende Industrie, sondern sind mittlerweile oder schon lange die Finanzindustrie. Sie schaffen den größten Teil, zumindest geldmäßig, den größten Teil des Bruttonationalprodukts, also des Kuchens, des gemeinsamen Kuchens. Und ein großer Teil dieses, damit dies auch weiter so geht, ist abhängig von dem Wohlwollen der Vereinigten Staaten, von dem Wohlwollen der Regierung der Vereinigten Staaten, die wiederum sehr eng über diese Revolving Doors mit den Finanzinstituten verknüpft ist. Also die Finanzsanktionen sind viel mächtiger als NATO-Verträge oder wenn es Druck gibt, dann eher aus der Finanzindustriewelt. Das ist die eigentliche Abhängigkeit. Ja, das klingt für mich nicht nach einer Leben- oder Tod-
Frage, sondern das klingt eher nach Profitbeteiligung. Wie viel, genau. Wie viel können wir uns an dem Profit, an dem großen Kuchen, wie viel können wir uns davon abschneiden? Genau. Und jetzt wollte ich aber auch ein wieder entfachtes Thema ansprechen mit der neuen CSU-Politik oder beziehungsweise mit der CSU-Politik generell und Seehofer Kurs in Flüchtlingspolitik. Ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben, vor Wochen im Juli gab es große Demonstrationen in München, 50.000 Menschen haben sich versammelt, eben zur Unterstützung von Flüchtlingen. Also sie haben dafür demonstriert, dass die Flüchtlinge auch weiterhin Hilfe in Deutschland bekommen. Und natürlich hat das mal wieder auch in Deutschland die Bevölkerung heftigst gespalten, weil es gibt natürlich auch eine große Bewegung dagegen, die sagen, diese Politik ist falsch. Und einer der Argumente ist eben wieder auf die Souveränität Deutschlands zurückzuführen. Es geht darum, dass sie sagen, das Argument ist eben, wieso soll Deutschland jetzt all diese Flüchtlinge aufnehmen, wenn wir doch mit den Kriegen nichts zu tun haben. Wir wurden dazu gezwungen von anderen, von USA oder wem auch immer. Wir haben uns nicht freiwillig an diesen Kriegen beteiligt, wir sehen das nicht ein, wieso sollen wir jetzt dafür büßen? Und in diesem Zusammenhang meine Frage an Sie, wie viel Verantwortung finden Sie, also Ihrer Ansicht nach, für Deutschland angemessen oder fair in diesem Sinne? Nun ja, ich würde sagen, Deutschland ist zwar nicht so stark engagiert in der Schaffung von Flüchtlingen, wie zum Beispiel die Amerikaner oder die Engländer oder die Franzosen, aber Deutschland hat zumindest Beihilfe dazu geleistet. Also wenn wir uns die ganzen mörderischen Operationen der Vereinigten Staaten zum Beispiel in Irak und in Syrien und Libyen und wo auch immer auch noch anschauen, so hat Deutschland zumindest auch Beihilfe zu diesen Verbrechen geleistet. Das ist für viele Leute auch bei uns hier in unserem Land nicht so offensichtlich. Zum Beispiel Rammstein. Zum Beispiel Rammstein, aber auch Sie sagten eingangs zum Beispiel, dass es auch anders geht, denn Kanzler Schröder hatte sich nicht am Irakkrieg der Amerikaner beteiligt, hat sich doch daran beteiligt, indem er Beihilfe geleistet hat. Zum Beispiel wurde der Nachschub lief über Deutschland oder Teile des Nachschubs. Die Teile praktisch die gesamten amerikanische Truppenrotierung nach Irak lief über Deutschland. Aber Deutschland wird doch dazu gezwungen. nein, wir haben schon die Hoheit, beziehungsweise wir könnten schon den Stationierungsvertrag kündigen. Das könnten wir, tun wir aber nicht. Und wenn man dann auch wiederum sieht, wenn man in meiner Region, ich wohne halt eben im Westen, und zwar im Südwesten Rheinland-Pfalz, wo es noch viele amerikanische Flugplätze gibt und Lager und Basen etc., da sind die lokalen Bürgermeister sehr besorgt, dass die Amerikaner sich womöglich zurückziehen können, weil die Amerikaner ja doch Arbeitsplätze schaffen, ja. Also das ist nur im Kleinen. Und im Großen ist das natürlich so, dass sich die Amerikaner aufgrund dieser, denken Sie bitte nochmal an die Finanzindustrie, wie eng die verwoben sind mit, dass man sich die Amerikaner nicht gerne zum Feind macht. Denn nehmen wir nochmal zurück zu dem Beispiel Schröder. Was hat sich die Industrie, speziell die Finanzindustrie, bei Schröder darum bemüht, doch wieder Freund mit Bush zu werden, also wieder stärker entgegenkommen zu wollen, weil sich solche politischen Probleme in Zusammenhang mit den Vereinigten Staaten sofort auf wirtschaftliche und finanzwirtschaftliche Probleme auswirken. Beste Beispiel sehen wir jetzt Türkei. Ja? Innerhalb kürzester Zeit, in dem Moment, wo die
der Konflikt, der politische Konflikt zwischen der Türkei und Washington explodiert ist, sich die Fronten verhärtet haben, Sanktionen etc., ist die türkische Lira abgestürzt, jetzt will keiner mehr, die Wirtschaft, also die Börse, die Werte, obwohl sich an der Wirtschaft selbst im Land noch gar nichts geändert hat. Aber so kann man auch ein Land sehr schnell in den Ruin treiben. Was die Wirtschaft angeht, auch also es gibt gewisse Gegensätze in Deutschland, wie ich finde, denn die Einnahmeumsätze steigen. Und trotzdem Wohlstand eines Durchschnittsdeutschen sinkt eigentlich konstant ab. Und viele sagen oder viele kritisieren dafür die Flüchtlingspolitik. Wie viel hat die Flüchtlingspolitik damit zu tun? Überhaupt nichts. Denn der Rückgang der Reallöhne für die gibt für den Median, das sind also die ersten untersten 50%, also nicht der Durchschnitt, sondern die untersten 50% der Lohnempfänger. Das ist im Grunde genommen schon seit dem Wegfall der Sowjetunion und seit dem Fall der Mauer, wo man mit diesem sozialen Firlefanz und wie hatte das sogar Schröder genannt, das Soziale, der nannte die Ministerien für Soziales etc., für Soziales und Gedöns, das waren seine Worte, das war Gedöns. Mit diesem Kram wollte auch der Genosse, der Bosse Schröder, Schluss machen. Und seitdem geht es nach unten. Die Kaufkraft der unteren, großen unteren Teile, ich würde sagen bis zu 2/3, ist kontinuierlich zurückgegangen, nicht nur wegen sinkender Löhne, sondern weil auch bei allen anderen Aspekten, zum Beispiel Beiträge zur Sozialversicherung, Beiträge zur Krankenkasse, Beiträge zu Rezepten und so weiter, überall wird abgeschröpft. Es geht den Leuten immer weniger gut. Und das war natürlich lange, bevor wir eine Flüchtlingskrise hatten. Also das jetzt ist die Nachfolge von diesen Entscheidungen von mittlerweile 10 Jahren. Verständlich ist, wird das natürlich für mich, warum man denen das jetzt als auf die Flüchtlinge abschiebt. Das ist A, natürlich man lenkt, kosten sie dem man Staat lenkt auch von diesem sozialen Problem ab, also dem Sozialabbau, ja, dem Raub. Obwohl unser Kuchen ja immer größer wird, kriegen die da unten immer weniger. Ganz genau. Die Produktionsfortschritte werden ja nicht einmal mehr aufgeteilt, ein bisschen was für die, sondern geht alles weg. So, und andererseits sieht man dann aber auch, dass das beschränkte Budget für, na sagen wir, das Prekariat, wie das so schön neudeutsch heißt, also für die armen Bio-Deutschen, ja, das muss dann jetzt auch noch aufgeteilt und geteilt werden mit den Flüchtlingen. Und dann ist natürlich weniger da. Mhm. Das sieht man dann in solchen Situationen wie in Essen mit der Tafel. Ja, das hat ja auch die bundesweite, als Beispiel, die bundesweite Aufmerksamkeit bekommen. Sie wissen, was ich meine. Wo in Essen auf einmal die Tafel dann Neuzugänge aus Flüchtlingen hat. Es gab eine Diskussion, ob man Flüchtlinge auch schon 2/3 Flüchtlinge sind. Ja. Man sieht es auf dem Wohnungsmarkt. Das habe ich sogar bei uns in unserem kleinen Städtchen gesehen. Die Gemeinde mietet alles an für die Flüchtlinge, zahlt sogar hohe Preise für eine Garage mit einem Fenster. Und dadurch wird der Mietspiegel so hochgetrieben, dass junge Leute, die aus Arbeiterverhältnissen kommen, also Handwerker oder Arbeiter, die kriegen keine Wohnung mehr. Die müssen zu Hause weiter wohnen. Und sogar schlimmere Fälle noch, wo ganze Familien aus ihren Häusern, deutsche Familien aus ihren Häusern gezwungen werden, auszuziehen.
damit dort die eine Flüchtlingsfamilie einzieht. Das gab ein oder zwei Fälle. Das sollte man aber nicht. Ich wollte das auch nicht glauben, dass es überhaupt sowas geht. Ja. Aber sowas ist passiert. Tatsächlich passiert. Aber das gab, wie gesagt, das sind einzelne Fälle. Einzelfälle. Sowas sollte man nicht generalisieren. Auch da sagen die Landesregierungen, wir sind gezwungen, also wir sind verpflichtet, nicht gezwungen, verpflichtet, die Flüchtlinge unterzubringen. Ja, ja. Weil diese anderen Leute, die hatten aufgrund ihres Hartz-IV-Statuses, war dann die Wohnung zu groß und dann hat man sie dann, mussten sie räumen, um dann eine mehrköpfige Flüchtlingsfamilie einzusetzen. Ja, aber das sind wirklich Einzelfälle, das ist nicht, kann man nicht verallgemeinern. Aber vor diesem Hintergrund sieht man, dass in der Bevölkerung oder in Teilen der Bevölkerung natürlich diese ganzen Hintergründe vielleicht nicht im Detail so kennen, was jetzt die Flüchtlinge dafür verantwortlich machen. Ja? Aber die Flüchtlinge sind nicht verantwortlich für ihre Misere. Dafür sind die anderen. Und die anderen, die für diese Misere verantwortlich sind, nämlich unsere Politiker und die, die hinter den Politikern stehen und die eigentliche Macht haben, und die also für diese Misere verantwortlich sind, die sind natürlich ganz froh, wenn das Volk die Flüchtlinge dafür verantwortlich macht. Vielen Dank, Herr Rupp. Also kein Staat ist wirklich zu 100% frei, aber ein bisschen mehr Souveränität besitzt Deutschland schon, als man Deutschland zutraut. Schreibt uns in unseren Kommentaren, was ihr über dieses Thema denkt. Ich bedanke mich. Bis zum nächsten Mal.